Heute für euch die 15 mächtigsten Artefakte der Zaubererwelt gerankt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir die 15 mächtigsten Zauberer-Artefakte besprechen, die jemals existiert haben. Und wir werden sie in aufsteigender Reihenfolge ihrer Macht durchgehen. Ihr werdet feststellen, dass gewöhnliche magische Gegenstände wie Portschlüssel und Zauberstäbe, nun ja, die meisten Zauberstäbe jedenfalls, in der folgenden Liste nicht auftauchen werden. Und das liegt daran, dass sich diese Liste auf die mächtigsten aller Artefakte konzentriert. Seltene und historisch bedeutsame Gegenstände, die über große Macht verfügen und nicht einfach zu besitzen sind. Also, legen wir direkt los. Nummer 15. Der Deluminator. Der Deluminator belegt den Platz 15 als der am wenigsten mächtige magische Gegenstand auf unserer Liste. Er hat die Größe und Form eines Feuerzeuges und ist Silber. Bei einem Namen wie Deluminator ist es leicht vorstellbar, was dieses Objekt kann. Es kann Lichter in der Nähe aktivieren oder ausschalten. Der Deluminator sammelt jede Form von Licht in seiner unmittelbaren Umgebung. Der Benutzer kann dann das gesammelte Licht wieder freisetzen, indem er das Gerät wieder öffnet. Der erste bekannte Besitzer eines solchen Gegenstandes war Albus Dumbledore, der seinen Deluminator nach seinem Tod an Ronald Weasley vererbte. Nummer 14. Der Feuerkelch. Der Feuerkelch steht an der 14. Stelle unserer Liste. Trotz unterschiedlicher Beschreibungen bleibt die Tatsache bestehen, dass es sich um einen mächtigen Kelch handelt. Er hat die Fähigkeit, Schüler aus den teilnehmenden Schulen für das Trimagische Turnier auszuwählen. Die Schüler reichen ihren Namen ein und diejenigen, die vom Kelch ausgewählt werden, werden dann in einen magischen Vertrag aufgenommen, der sie zur Teilnahme am Turnier verpflichtet. Nummer 13. Der sprechende Hut. Der sprechende Hut, einst im Besitz von Godric Gryffindor, belegt den 13. Platz auf unserer Liste. Und warum? Weil er den Intellekt aller vier Gründungsmitglieder von Hogwarts in sich trägt. Der Hut wurde lebendig gemacht und wird jedem Schüler überlassen, der die große Halle der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei betritt. Er hat die Fähigkeit, in den Geist der Schüler zu sehen und zu entscheiden, in welchem der vier Häuser sie platziert werden sollen. Er übertrifft den Feuerkelch, da er sprechen und sich eine eigene Meinung bilden kann, was der Kelch nicht kann. Nummer 12. Der Spiegel von Ner-Higgeb. Der Spiegel von Ner-Higgeb belegt den Platz 12 auf unserer Liste. Ner-Higgeb, rückwärts buchstabiert, bedeutet Begierden. Dieses magische Artefakt ist in der Lage, in den Geist jeder Hexe oder jedes Zauberers zu blicken, der davor steht, und das zu identifizieren, was sie sich am meisten wünschen. Es zeigt ihnen dann ihr tiefstes Verlangen in ihrem Spiegelbild. Am Rande des Spiegels sind die Worte „Ich zeige nicht dein Gesicht, sondern den Wunsch deines Herzens“ rückwärts eingraviert. Nummer 11. Das Denkarium. Das Denkarium belegt den Platz 11 auf unserer Liste. Du erinnerst dich wahrscheinlich daran, dass Dumbledore eines besaß, das während des größten Teils der Harry Potter-Reihe in seinem Büro stand. Denkarien sind in der Regel runde Schalen aus Stein oder Metall, in die uralte Symbole und Runen eingemeißelt sind. Sie dienen als Behälter für die Erinnerungen des Besitzers, die die Form von silbernen Tränen annehmen. Jede Hexe und jeder Zauberer kann in ein Denkarium eintauchen und die Erinnerungen des Besitzers aus erster Hand erleben. Schon ziemlich mächtig, wenn ihr mich fragt. Nummer 10. Prophezeiungskugeln. Prophezeiungskugeln stehen an 10. Stelle. Ähnlich wie Denkarien, die in die Vergangenheit eintauchen, erhalten Prophezeiungskugeln Vorhersagen über die Zukunft. Wahre Prophezeiungen sind sehr selten zu finden, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass diese kostbaren Vorhersagen in der Mysteriumsabteilung des Zaubereiministeriums aufbewahrt wurden, bis die meisten von ihnen 1996 in der Schlacht um die Mysteriumsabteilung zerstört wurden. Prophezeiungskugeln stehen weiter oben auf meiner Liste, da sie in der Lage sind, etwas über die Zukunft zu offenbaren, was weitaus wertvoller ist als die Vergangenheit oftmals. Nummer 9. Der Zeitumkehrer. Da wir bereits über Zeit sprechen, kommen wir zu Nummer 9, dem Zeitumkehrer. Wir sehen ihn zum ersten Mal in der Gefangene von Azkaban, als Hermine Granger ihn benutzt, um ein überdurchschnittliches Pensum an Schule zu bewältigen. Schließlich verwenden Hermine und Harry den Zeitumkehrer, der wie eine kleine rote Sanduhr aussieht, um in der Zeit zurückzureisen und das Leben zu retten. Eine sehr mächtige Anwendung. Natürlich ist die Zeitreise mit vielen Regeln und Gefahren verbunden, weshalb das Zaubereiministerium ihre Verwendung ohne ausdrückliche Erlaubnis verbietet. Und das auch aus gutem Grund. Nummer 8. Rowena Ravenclaws Diadem.
Das Diadem auf Platz 8 ist das erste magische Artefakt, das die Fähigkeiten des Trägers verändern kann. Es wird gesagt, dass dieses geliebte Diadem der Gründerin von Hogwarts, Rowena Ravenclaw, die Macht hatte, demjenigen, der es auf dem Kopf trug, Weisheit einzuflößen. Leider nahm dieses Relikt, nachdem es jahrelang Rowena gehört hatte, einen etwas tragischen Ausgang. Nachdem es von Rowenas eifersüchtiger Tochter Helena Ravenclaw gestohlen und von Lord Voldemort in einen Horcrux verwandelt worden war, wurde es schließlich vom Dämonsfeuer zerstört. Nummer 7. Das Schwert von Godric Gryffindor. Das zweite und letzte Relikt der Gründer, das wir heute auf unserer Liste haben, ist das Schwert von Godric Gryffindor. Es hat zwar nicht die Fähigkeit, demjenigen, der es führt, größere Macht zu verleihen, aber es ist eine unglaublich mächtige Waffe, die sich auf magische Weise jedem würdigen Gryffindor präsentiert, der in Not ist. Außerdem hat es die Fähigkeit, Horcruxe zu zerstören. Nummer 6. Der Umhang der Unsichtbarkeit. Auf Platz 6 der heutigen Liste befindet sich eines der drei Heiligtümer des Todes, der Umhang der Unsichtbarkeit. Sicherlich das auffälligste der drei Heiligtümer, aber seine Macht und Magie sind unbestreitbar. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen uralten Umhang, der den Träger für alle anderen unsichtbar macht, die ihn umgeben. Der Legende nach wurde er von Ignotus Peveril vom Tod selbst verliehen, was ihm ermöglichte, den Fängen des Todes zu entkommen. Der Umhang wurde dann über Generationen weitergegeben, bis er schließlich in die Hände von Harry Potter gelangte. Nummer 5. Alistair Moodys Auge. Du fragst dich vielleicht, warum das magische Auge, das Alistair Mad-Eye Moody trug, so weit oben auf dieser Liste steht. Nun, es ist das einzige Objekt, von dem ich weiß, dass es durch den Unsichtbarkeitsumhang hindurchsehen kann, was es meiner Meinung nach noch mächtiger macht als den Umhang selbst. Obwohl die Fans nie eine offizielle Erklärung für Moodys Auge erhalten haben, einige glauben, dass es das Auge Odins sei. Naja, auf jeden Fall ist es ein sehr mächtiger Gegenstand. Nummer 4. Der Stein der Weisen. Der Stein der Weisen, der magische Gegenstand von Interesse in Harry Potter und der Stein der Weisen, ist mein Platz 4. Dieser rubinrote Stein, der als alchemische Substanz beschrieben wird, ist die Quelle des Elixiers des Lebens, das jede Hexe oder jeden Zauberer unsterblich machen kann, der es trinkt. Das Elixier hat auch die Fähigkeit, jedes Metall in Gold zu verwandeln. Der einzige bekannte Stein dieser Art in der Geschichte der Zauberer wurde von Nicholas Flamel geschaffen, einem berühmten Alchemisten und Freund von Albus Dumbledore. Nummer 3. Der Stein der Auferstehung. Nummer 3 auf der heutigen Liste ist ein weiterer Stein, allerdings einer, der genau das Gegenteil bewirkt wie der Stein der Weisen. Der Stein der Auferstehung hat die Fähigkeit, die geliebten Menschen einer Hexe oder eines Zauberers von den Toten auferstehen zu lassen, oder zumindest eine Form von ihnen. Er gehört ebenfalls zu den Heiligtümern des Todes und wurde daher ebenfalls vom Tod erschaffen und einem der drei sagenumwobenen Brüder gegeben, Cadmus Peveril. Später in seiner Geschichte wurde der Stein in den Ring von Marvolo Gaunt eingesetzt, den Voldemort stahl, ohne zu wissen, dass der Stein darin versteckt war, und verwandelte ihn in einen Horcrux. Dumbledore zerstörte den Ring einige Zeit später, doch der Stein in dem Ring blieb unversehrt. Nummer 2. Der Schleier. Eines der, wenn nicht sogar das älteste magische Artefakt in der Zaubererwelt, das ebenfalls über große Macht verfügt, ist der Schleier. Der Schleier ist ein uralter steiner Naturbogen mit einem schwarzen, zerlumpten Vorhang, der vor der Spitze herabhängt. Er ist eine physische Manifestation des Tores zwischen dem Land der Lebenden und dem Land der Toten. Diejenigen, die sich auf der Seite der Toten befinden, können nicht zu den Lebenden zurückkehren, aber sie können zu denen auf der anderen Seite murmeln, wenn sie einen geliebten Menschen in der Nähe spüren zum Beispiel. Andererseits kann eine Hexe oder ein Zauberer von der Welt der Sterblichen in das Land der Toten übergehen, aber sie können dann nicht mehr zurückkehren. Nummer 1. Der Elderstab. Wer hätte es gedacht? Auf Platz 1 unserer Liste steht der Elderstab, das dritte und letzte Heiligtum des Todes. Der Elderstab wurde vom Tod selbst erschaffen und ist der mächtigste Zauberstab, den die Welt je gesehen hat. Er macht seinen Besitzer fast unbesiegbar, zumindest im Zweikampf. Allerdings brachte er auch Tod und Zerstörung für fast alle, die ihn besaßen, einschließlich des ursprünglichen Besitzers, Antioch Peveril, der von einem anderen Zauberer ermordet wurde, der seine Macht wollte. Das macht ihn zum furchterregendsten und tödlichsten Artefakt, das je existiert hat. Xenophilius Lovegood drückte es so aus: Die blutige Spur des Elderstabs zieht sich durch die Seiten der Geschichte der Zauberer. Und das war's mit dem heutigen Video. Was denkt ihr über unsere heutige Liste? Habe ich eurer Meinung nach irgendwelche magischen Artefakte übersehen, die auf die Liste gehört hätten?
Stimmt ihr zu, dass der Elderstab der mächtigste Gegenstand ist, der je existiert hat? Oder habt ihr irgendeine andere Meinung dazu? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren unter dem Video. Und vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.